Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XIV. Ich habe es ja angekündigt, ich wollte jetzt Tara zum Schurken machen und das war hauptberuflich. Und deshalb habe ich sie jetzt ein bisschen gelevelt. Ich habe sie jetzt auf Level 15 hochgebracht. Damit kann ich jetzt die drei folgenden großen Schurkenquests in Folge machen. Und die werden wir jetzt anfangen. Wir werden jetzt hier erstmal mit Lowen reden, damit er uns reinlässt, und dann können wir endlich mit Jack reden und der gibt uns dann nach und nach erst die Quest für 5, dann für Level 10 und dann für Level 15. So, Jack. Jack scheint sich darauf zu freuen, dir deinen ersten Auftrag zu geben. Hallo Tara, du scheinst dich ja schon gut an diesen Dolch gewöhnt zu haben. Ja. Ich würde sagen, du bist bereit für deinen ersten Auftrag. Normalerweise würde ich dich nicht weiter belästigen und einfach deiner Arbeit nachgehen lassen. Aber da du erst kürzlich zu uns gestoßen bist, gibt es womöglich ein paar Dinge, mit denen du noch nicht so vertraut bist. Lass uns jedoch mit etwas beginnen, das du vermutlich schon weißt. Und zwar die Tatsache, dass der Admiral, mögen die Zwölf ihr gnädig sein, die Piraterie im Limsa-Luminsa verboten hat. Also, warum glaubst du, gibt es noch immer so viel verfluchte Piraten in dieser Stadt? Ich werde es dir sagen, warum. Weil es noch immer einen Weg für sie gibt, zu plündern und zu brandschatzen, ohne den Zorn des Gesetzes auf sich zu ziehen. Das Einzige, das man dafür tun muss, ist, sich bei der Regierung als zertifizierter Freibeuter zu verdingen. Ein Kapitän mit einer Freibeuterlizenz kann die See nach Belieben terrorisieren, solange er nur über Schiffe des galerischen Kaiserreichs herfällt. Wenn man bedenkt, wie verdammt groß das Kaiserreich ist, gibt es da eine ganze Menge zu plündern. Die Mannschaft stopfen ihre Laderäume mit der von der Galeeren erbeuteten Waren voll und segeln dann nach Limsa zurück, um ihre Schätze abzuladen. Und an dieser Stelle wird es in diesem Fall kompliziert. Die fragliche Mannschaft ist ein Magikgerät gelangt, genauer gesagt eine Abschussvorrichtung. Leider wurden sie jedoch von ein paar allzu gierigen Typen um den Lohn ihrer Mühe gebracht. Wenn du dich recht besinnst, ist das ein klarer Verstoß gegen den Kodex. Wenn du den Mumm hast, einen Piraten um seine Beute zu erleichtern, dann stellst du dich besser auch auf einen Besuch von den Schurken ein. Oh, wenn man von Schurken, die zu Besuch kommen, spricht. Leichtfuß! Komm hier rüber, Junge. Sieht der süß aus. Ich möchte, dass ihr beiden zusammen an diesem Fall arbeitet. Richtet über die Kodexbrecher und haltet das Magiegerät zurück. Ah, hä? Wofür brauche ich diese Anfängerin denn? Du bist doch für eure Rekruten zuständig, oder nicht? Dies ist der erste Auftrag für Tara, also begleitest du sie und lässt sie von deiner Weisheit profitieren. Seit wann bin ich für eine Neu Ach, verdammt. Ich meine, nee, ich nehme an, wir sind fürs erste Partner. Mein Name ist Perimu Hairimiru. Aber die meisten hier nennen mich Leichtfuß. Er sträubt sich manchmal ein bisschen, aber Perimu ist einer unserer Besten. Mach einfach, was er sagt, und der Job ist im Nu erledigt. So, Perimo ist da. Wir müssen gleich mal mit ihm reden. Ich muss nur ganz kurz den Ton bei mir ein bisschen lauter machen. Ich bin nämlich da wieder aus dem Lautstärkeregler gekommen. So. Also Mädel, da dies deine erste offizielle Auftrag ist, möchte ich sicher gehen, dass du deine Tanzschritte der Sache, dass deine Tanzschritte der Sache gewachsen sind. Mit diesen kurzen Klingen muss man auf Tuchfühlung mit den Gegnern gehen, nicht wahr? Aber wir sind keine verdammten Soldaten in glänzender Rüstung und unsere leichten Gewänder bieten nicht viel Schutz gegen Angreifer. Wenn du es also nicht drauf anlegst, ein paar blutige Zähne auszuspucken, dann solltest du dich am besten vom Acker machen, wenn deine Gegner zu einem kräftigen Schwung ansetzen. Normalerweise ist es damit getan, sich auf die Flanke des Gegners zu schwingen. Aber es gibt da noch einen besonderen Trick, den jeder Schurke meistern sollte. Der Superkniff. Fokussiere deinen Geist und vertraue auf deine Schnelligkeit, um axtschwingende Tölpel ins Leere schlagen zu lassen, während du deine Dolche in ihre Eingeweide rammst.
Nun, es ist an der Zeit, dass du die Lektion in der Praxis umsetzt. Am besten versuchst du mal ein paar Aurelias in unteren La Nausicaä. Ich hoffe, du hast gut aufgepasst, Mädel. Mit ihren Tentakeln langen sie ordentlich zu. Viel Spaß. Okay, Aurelias erledigen. Da müssen wir ganz kurz gucken, wo war das jetzt nochmal? Das war. Wo müssen wir hin? Untere Ladoska. Okay, da können wir uns doch gerade. Ne, da gehen wir doch mit dem Aufzug hin. Untere. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das Richtige nehme. Weil hier gibt es einen Ausgang und. Oben im oberen Deck gibt es einen Ausgang zur Welt. Nee, das obere. Okay, da müssen wir. I see, I see. Wo ist der Teleporter? Hier. Müssen wir zur Achterburg und dann können wir da raus und dann müssten wir direkt am unteren rauskommen, glaube ich. So, okay. Upsa, jetzt bin ich da. So. Da müssten wir rauskommen. Genau, unteres Nausicaä, wie auch immer. Und die Leute haben sich beschwert, dass man den Sachen in Final Fantasy, in World of Warcraft in Deutsch umbenannt hat, aber hier würde ich mich ehrlich gesagt freuen, wenn sie das machen würden. Okay, da vorne ist schon der rote Punkt einmarkiert, genau neben dieser Quest. Vielleicht kann man ja sogar beides machen. Mal gucken, ich bezweifle es zwar, aber das sind ja auf alle Fälle. Ich wollte jetzt eigentlich keine Fatale machen, deshalb. Ja, außerdem wäre ich ja hier zu schwach. Machen wir auch nicht. Uns geht es hier nur um die Teile. Die sind eigentlich kein Problem, weil wir sind ja stark genug mit Level 15. Vor allem, ich habe hier meinen Mördersprung, Meuchelsprung. So. Ah, ganz one-shotten kann ich sie noch nicht, aber. Ups, das ist ein Marienkäfer. Ich glaube, wir haben alles. Gut, dann geht's wieder zurück. Unteres Deck. Und zur Anglergilde. Fischergilde hier. Und die Fischergilde können wir nämlich dann rüberlaufen über den Steg. So, Alter, lass mich rein. Schon fertig mit dem Training? Hehe, der brennende Schmerz, den diese Tentakel auf der Haut hinterlassen, treibt einen schnell zur Vorsicht, wie? Ja, nun ja, da du dich aufgewärmt hast, können wir uns wieder der richtigen Arbeit zuwenden. Zunächst einmal müssen wir die Typen ausfindig machen, die sich dieses Magikteil-Spielzeug da unter den Nagel gerissen haben. Vielleicht hat einer der unseren ja was gehört. Die Gilde ist ein Hort der Informationen, musst du wissen. Und unsere Leute sind überall verstreut und halten Augen und Ohren offen. Wir sollten mal bei Itavolan in der erträgten Sorge vorbeischauen. Frag sie nach einem Leichtbier und schau, was sie dazu zu sagen hat. Keine Sorge, ich erlaube mir keinen Spaß mit dir, Mädel. Vertrau mir einfach. Okay, ab in die. Diese komische Schenke. Da müssen wir eine Etage höher. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die
Tränke ist, aber ich gehe mal einfach zum zentralen Portplatz da. Es ist auf alle Fälle eine Etage höher, das sagt die Karte. Deshalb gehen wir zur Achterburg und von da aus können wir relativ gut sehen. Okay, das ist da oben. Haha, nur einen weiter. Gut. Ah ja, da ist die gute, ja. Willkommen in dem ertrinkten Sorgen. Womit kann ich Ihnen dienen, die Dame? Ein kühles Bier. Ein Leichtbier. Wir wollten doch ein Leichtbier. Wollten wir ein Leichtbier? Ich muss mal ganz kurz gucken. Leichtbier, genau. Ein Leichtbier. Nur über meine Leiche. Wir servieren ja mitunter billigen Fusel hier in der Sorgen. Aber niemals etwas Verwässertes. Aber wenn wir unser normales Bier nicht zusagt, möchtest du vielleicht etwas von unserem Underground-Menü bestellen? Mhm. Ja, wir haben eine Menge im Angebot für Kunden mit deinem schurkischen Charme. Gibt es etwas Bestimmtes, womit ich dir helfen könnte? Ah, die Sache mit dem Maggi-Kraub. Das war nicht gerade ein raffinierter Job. Die fragliche Bande ist eine ungewöhnliche Mischung aus ehemaligen Piraten, die sich holde Zerstörer nennen. Sie sind fasziniert von höflichen Umgangsformen und haben eine Vorliebe für galerische Maschinen. Zudem sind sie dafür bekannt, mit den Goblins unter einer Decke zu stecken. Gerüchte zufolge besuchen sie die holde Zerstörer häufig ein Lager von ihnen in Zentral-Lanuskea, um dort ihre Waren loszuschlagen. Und diese Waren bestehen in der Regel aus Technologie der Galeere. Ich nehme an, die Goblins waren hocherfreut in den Besitz einer X-43 Zündvorrichtung zu gelangen. Falls du was Teil stehlen möchtest, führt dich deinen Weg also in Goblin-Lager in Sommerfurt. Sommerfurt? Sommerfurt? Welche Stimme hat der denn nochmal? Sommerfurt? Wie? Dann mal los! Wir treffen uns beim Fluss nahe des Lagers und besprechen das weitere Vorgehen dort. So. Dann geht's jetzt nach Sommerfurt. Wo war jetzt nochmal Sommerfurt? Ich muss gucken. War das zentral? Ich habe natürlich jetzt nicht aufgepasst. Sommerforthöfe. Ah, da kann ich mich hinporten. Haha, perfekt. Zentral, Sommerforthöfe. Yep. Gut, und da. Hier hinten ist er schon irgendwo. Oh, ich will auch so ein Schokobo. Irgendwann werde ich auch so ein Schokobo haben. Aber jetzt müssen wir erstmal eine Raketenvorrichtung, eine 43er Raketenvorrichtung. Ich glaube zumindest, ich bin mit römischen Zahlen nicht besonders gut, aber XL, also X steht ja für 10, L steht für 50 und die drei Striche für 3. Und da das X vor dem L steht, heißt es 40. Und da die drei Striche nach dem L waren, müsste das 43 gewesen sein. Ich hoffe, ich habe recht. Ansonsten war es irgendeine andere Zielvorrichtung. Es kann natürlich auch sein, dass es gar keine Zahl war, sondern die einfach nur XL hieß. Die XL-Raketenvorrichtung. Man weiß nie. Muss ich eigentlich hin? Ah, da vorne. Okay. Das sind die Goblins. Die muss ich wahrscheinlich nachher aufmischen. Ah, ich bin auf der falschen Seite des Flusses. Na toll. Zieh den Kopf ein, Tar. Ich habe von hier aus alles beobachtet. Keine Spur von den Holden zerstören. Aber ich habe gesehen, wie einer der Goblins das galerische Gerät in seinen Rucksack gepackt hat. Ich wusste, Itona würde uns auf die richtige Spur bringen. Das ist deine Chance, Mädel. Verpass den Goblin 1 und schnapp dir das Teil. Ich weiß nicht mehr genau, wer von ihnen es war, aber ich meine, es war der Typ ganz links. Pass auf die Bombenexplosion auf. Herumwirbeln und ausweichen ist inmitten eines Feuerballs nicht besonders effektiv. Okay.
Egal. Wir nieten sie einfach alle um. Wir fangen erstmal mit. Das ist irgendeiner der Glückspilze hier. Ach, die Goblins sehen aber auch süß aus. Oh, da hat der Goblin. Okay, wir haben ihn schon. Das war wohl der Linke. So wird's gemacht, Mädel. Da könnte ich entspannt hier sitzen bleiben und mir die Show ansehen. Hast du die Ware? Yep. Ja, das ist hier zweifellos das gesuchte Gerät. Lass es uns zurück zur Gilde bringen, okay? Die holden Zerstörer haben noch immer eine Abreibung verdient. Aber darum kümmern wir uns später. Hier, du sollst Jack das Teil überreichen. Immerhin hast du es der Pforte der Goblins entrissen. Danke. Tschüss. Oh, die sind so süß. Captain! Captain! Irgendjemand hat unsere Goblin-Kameraden angegriffen, als wir gerade damit beschäftigt waren, unseren trockenen Kehlen Erleichterung zu verschaffen. Das können wir nicht durchgehen lassen, Captain! Unsere feine Beute wurde uns direkt von der Nase gestohlen. Verflixt und zugenäht. Diese Dreistigkeit bringt mein Blut zum Kochen. Ich weiß, wem wir diesen Affront zu verdanken haben. Und sie werden teuer dafür bezahlen. Mir nach, meine Kameraden. Oh, das geht ganz auf die Schlummbänder. Hurra! So, den 43er Zünder verschaben wir. Okay, wir porten uns wieder. Porten, porten, porten. Untere Decks, porten. Und weiter porten. Fischergilde. Im Prinzip, wir porten einfach. Wir porten hin und her, so gut es halt geht. Hier. Aber da sparen wir extrem viel Zeit durch das ganze Porten. Ja, ich will in die Schurkengilde. Rein da. Jack. Konntest du die 43er Zündvorrichtung schon finden, Tara? Ja, hier. Ah, und sogar noch in einem Stück. Ja, applaudiert mir. Für deinen ersten Auftrag hast du dich gut geschlagen, Mädel. Es macht zwar nicht gerade viel her, aber die mutigen Freibeuter haben ihr Leben riskiert, um das Teil hier zu stehlen. Sie werden hoch erfreut sein, es zurückzubekommen. Wir müssen uns nur noch immer um die holden Zerstörer kümmern, Jack. Der Job ist noch nicht erledigt. Du hast recht, Leichtfuß. Das ist er nicht. Wer den Kodex bricht, muss mit Konsequenzen rechnen. Oh, ein Kloster hat sich hier irgendwie anders vorgestellt. Und, wer seid ihr? Deine Ignoranz wundert mich nicht. Immerhin sind unsere Pläne stets perfekt. Unsere Raubüberfälle makellos. Soll ich dir unseren richtigen Namen verraten und mich an deiner Furcht ergötzen? Ich weiß es. Ihr seid Pinkies. Die Boyb Group. Wir sind tödlich, hinterhältlich und abscheulich. Knie nieder vor den holden Zerstörern. Es ist doch eine Boygroup. Tada! Ka!
Captain, Captain, das ist die Tante, die unsere Ware geklaut hat. Das kann ich bestätigen. Wir haben ihr Dumme ganz unbemerkt bis hierher verfolgt. Überraschung! Oh Gott, das sind ja echt Trottel. Aber, meine Lieben, lasst uns nicht so unhöflich sein. Wir sollten versuchen, diese unschöne Angelegenheit ohne Einschüchterung oder andere, weniger diplomatische Methoden zu lösen. Zumindest vorerst. Duda, ja, der gelackte Laufbursche. Sei ein guter Junge und hol deinen Vorgesetzten. Einer deiner Kollegen hat ein furchtbares Verbrechen an uns begangen. Und wir werden nicht wieder gehen, ehe wir eine angemessene Entschädigung dafür erhalten haben. Oh, ich bin also ein Laufbursche, wie? Sag mir, Captain, an was für einen Ort glaubst du dich hier zu befinden? Dieser Ort? Nun, ich nehme an, es ist eine Art Kloster. Der einäugige Türsteher hat was von artige Schwestern von Edelweiß oder so erzählt. Und du hast deinen Fehler noch nicht bemerkt. Dein Schicksal war bereits besiegelt, als du deinen traurigen Hintern über diese Türschwelle bewegt hast. Willst du mir etwa drohen, Junge? Meine Männer werden dir deine unverschämte Zunge abschneiden. Genug der holden Gesten für heute. Männer, zeigt diesen betrügerischen Schwestern, wie die Zerstörer mit Emporkömmlingen umgehen. Du verstehst es immer noch nicht, wie? Ui! Ich bin verliebt. Es gibt nur drei Arten von Typen, die der Türsteher hier reinlässt. Kunden, Rekruten... Beide 12! Überraschung! Ich werde euch alle töten! Ah, Panik! Ist der cool, der Kleine! Hat deine Mama dir nicht beigebracht, dass man eine Dame nicht unterbricht? Sonst hätte sie dir verraten können, dass die dritte Art von Typen gesuchte Vollidioten sind, die einfach so in die Höhle der Schurken reinlatschen. Ich will auch dieses Messer. Schurken? Aber wir waren doch so vorsichtig. Ich habe zu meinen Piratenzeiten Geschichten gehört. Geschichten über unbarmherzige Gesellen, die den Kodex aufrechterhalten. Damals nannten sie sich jedoch nicht Schurken. Die aufrichtigen Diebe waren das. Die Messer in den Schatten. Das könnte nicht ihr sein. Ihr versucht mir nur Angst einzujagen. Nur der Captain der holden Zerstörer lässt sich nicht so leicht einschüchtern. Zur Hölle mit euren Täuschungen. Hurra! Hurra für meine gefallenen Kameraden! Ich will auch dieses Outfit haben. Täuschungen? Ja. Jeder, den du triffst, könnte ein Schurke sein, Captain. Sogar ein gelackter Laufbursche. Er atmet noch, findet ein Seil und knüpft ihn irgendwo in der Stadt auf. Und jetzt ist der Job erledigt. Ganz schöne wilde Einführung für dich, oder? Willkommen auf Limsa Luminsa, bewegte Schwettern.
Schattenseite, bewegter Schattenseite, wo Diebe ihre schlechten Angewohnheiten ablegen und zu Schurken werden. So. Ich rede nicht gern über die alten Zeiten, aber da es angesprochen wurde, möchte ich doch kurz etwas klarstellen. Es war damals, als die Piraterie auf einen Höhepunkt war. Die Bewahrer des Kodex waren die Elite, die besten Jungs und Mädels von der Piratenmannschaften. Sie stahlen die Beute zurück, die sie zu Unrecht gestohlen wurde, und zogen die Schuldigen in Schutz der Namen zur Rechenschaft, der Nacht zur Rechenschaft. Aufrichtiger Dieb wurde zum Titel für diejenigen, die sich bei Räubern und Plündern an die Regel hielten. Aber es wurden nur Leute in die Ränge aufgenommen, die ihrem Leben als Freibeuter abgeschworen hatten. Offensichtliche Interessenkonflikte und so weiter, du verstehst schon. Sie gründeten ihre eigene Gilde und waren fortan keine Piraten mehr. Als Melbibi dann später zum Admiral wurde, willigte die aufrichten Diebe ein, sich ihrem Gesetz zu unterwerfen. Im Zuge dieser Veränderung wurden wir zur Schurkengilde und akzeptierten seitdem auch Abenteurer wie dich als Rekruten. Aber auch wenn sich der Name geändert hat, so ist der Job doch der gleiche geblieben. Den Kodex bewahren und die Untergrundgesellschaft, aus der wir hervorgegangen sind. So wie du es mit dem Auftrag getan hast, mach weiter, Sotara, und du wirst es noch weit bringen in den Schatten. So, abschließen. Ah, nee, ich krieg jetzt erstmal hier, was kriegen wir denn? Eine maßgeschneiderte Tunika, die ist aber schlechter als das, was wir haben. Eine Augenlederklappe. Das ist alles schlechter als was ich trage, weil ich habe ja gerade die Sachen von der Faustkämpferin, deshalb nehmen wir hier die allergischen Zinnstücke. Abschließen. Auftrag abgeschlossen. Und das war Quest Nummer für Quest Level 5 und jetzt geht's gleich weiter mit Quest Level. Das wird eine extrem lange Folge heute. Wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde, aber wir machen das durch. Weil ich finde die einfach auch so toll. Jack hat einen neuen Auftrag für dich. Das muss ich ja noch gleich sagen. Einen schönen guten Tag, Tara. Und was für ein schöner Tag es ist, um zu arbeiten, nicht wahr? Dieses Mal haben ein paar übermütige Piraten ein Handelsschiff überfallen und sich mit einer Ladung Musketen aus dem Staub gemacht. Nun, da es nicht gerade gesetztreu ist, sich über ein elimisches Schiff herzumachen, haben sich die Gelbjacken die Kollegen geschnappt, noch ehe ihre Stiefel trocken waren. Sie haben die Piraten direkt an den Docks dingfest gemacht, aber von den gestohlenen Waffen fehlt jede Spur. Ich vermute, sie wurden mit einem Beiboot fortgeschafft. Also wurde unsere Gilde offiziell mit der Wiederbeschaffung der Musketen beauftragt. Was da natürlich nicht nötig wäre, da wir die Sache sachgemäß unserem Kodex ohnehin angenommen hätten. Also hier ist deine Aufgabe, Mädel. Finde heraus, wohin die Waffen gelangten und beschaff die Lieferung wieder. Da die Schlägertypen, die den Händler überfallen haben, bereits hinter Gittern sitzen, wirst du deinen Dolch diesmal stecken lassen können. Ich möchte, dass der Job schnell und lautlos über die Bühne geht. Und ich habe die perfekte Partnerin, die dir zeigen wird, wie das geht. Oh, ich finde dich so cool. Dies hier ist Wiebgeck, die Streunerin. Es gibt keinen anderen Schurken, der es mit ihren Schleichen aufnehmen kann. Sehr erfreut. Gibt es ein Problem, Vibeck? Du scheinst nicht ganz auf dem Damm zu sein. Ich habe riesen Kohldampf. Ich hatte mir extra ein Sandwich beiseite gelegt. Weiß schon, hier aus der Bismarck mit dem leckeren Eiersalat. Aber als ich von der Arbeit wiederkam, war das verdammt nochmal weg. Oh, das war von Wigbeck? Oh, ich dachte, es wäre von Leichtfuß. Shoot. Nun, warum kümmerst du dich nicht einfach um den Job? Und ich werde inzwischen schauen, ob ich das verschwundene Sandwich irgendwo auftreiben kann. Alles klar, Jack. Eine Sache solltest du noch wissen.
Die Musketen waren für das Arsenal der Gelbjacken gedacht. Wenn du sie findest, kannst du sie also einfach bei denen abliefern. Auftrag angenommen. Okay. Ich finde die so cool. Rebecca. Ich weiß nicht. Nee, Wikibe. Ich nenne sie jetzt Rebecca. Wigbeck. Wie Rebecca. Wenn du soweit bist, können wir aufbrechen, Tara. Eine Kollegin von mir hat die Lausche aufgesperrt, um etwas herauszufinden, was du uns helfen könnte. Ich schlage vor, du schaust einmal bei ihr vorbei. Du findest sie im Wasserglas. Sie gibt sich dort als Fischhändlerin aus. Okay. Zum Wasserglas. Wo auch immer das Wasserglas ist. So, wo ist das Wasserglas? Irgendwo oben. Okay. Dann machen wir wieder das Gleiche. Wir gehen wieder ans Achterdeck und reisen von dort dann nach, suchen das Wasserglas von dort aus. Achterburg. Nicht Achterdeck. Achterburg. Okay, und das ist da vorne und eins rum. Ah ja, das ist das Wasserglas. Mhm. Die Fischhändlerin. Hallo, meine Dame. Wir haben Karpfen und Forellen, Hummer und Garnelen. Aber ich habe gehört, dass du auf der Suche nach einer ganz bestimmten Sorte Fische bist. Der langen Geschwätzten, deren Brüllen einen ausgewachsenen Mann umhaut. Die Sorte verkaufen wir hier nicht, aber du kannst es ja mal bei den Händlern von außerhalb versuchen. Wie hieß die noch gleich? Die Schattenhändler. Sie stammen von der Insel der südlichen Seen und sind bekannt dafür, mit allerlei fragwürdigen Waren zu handeln. Ich sollte dich jedoch warnen, diese Leute werden nicht gerne nach der Herkunft der Waren gefragt. Genau genommen handeln sie bevorzugt mit Gütern, die vom Boot gefallen sind, wenn du verstehst, was ich meine. Aber wenn du noch immer Interesse an diesen seltenen Fischen hast, solltest du dich beeilen. Die Schattenhändler, der in Limsa Halt gemacht hat, ist dabei, seine Waren zu verstauen und die Stadt zu verlassen. Wie genau er seine Waren transportieren möchte, ist mir jedoch ein Rätsel. Leider wird seine Operation von zahlreichen Söldnern beschützt. Daher ist es nicht leicht für ein Mädchen, nah genug heranzukommen, um zu schauen, was die Konkurrenz so treibt. Ich werde weiterhin meine Augen und Ohren für dich offen halten, aber vielleicht kannst du ja auch bei anderen Bewohnern von Linsa etwas in Erfahrung bringen. Jetzt ist sie weg. So, aber da haben wir noch jemanden, mit dem wir reden können. Mit Webeck. Die Schattenhändler? Wie? Nun, wenn einer ihrer Händler sich hier in der Stadt aufhält, wird schon irgendjemand etwas darüber wissen. Der Trick besteht darin, zu belauschen, ohne gesehen zu werden. Du wärst überrascht, was die Leute so vom Stapel lassen, wenn sie sich unbeobachtet wehen. Wir konzentrieren uns auf Orte mit großem Andrang. Du solltest dir das Bismarck, den Fährenanleger und die östliche Handelsstraße vornehmen. Ich werde mein Glück an ein paar anderen Plätzen versuchen und wir treffen uns vor der Gilde wieder. Denk dran, bleib versteckt, verhalte dich ruhig und sperr deine Lausche auf. Okay. Und wir müssen jetzt erstmal wieder runter in die unteren Decks. Gut. Ja, wir können im Prinzip, weil wir ja mehrere Orte aufsuchen. Jetzt bin ich wieder hier drin. Ich bin einmal falsch. Hier muss ich lang. Das wäre der richtige Weg gewesen vorhin. Gut. Wo bin ich denn? Ich sehe mich auf der Karte gar nicht. Da oben. Okay. Jetzt muss ich doch oberes Deck? Hä? Da war ich doch gerade. Ach so, nee. Oberes Deck und unteres Deck haben. Okay, beide Sorte. Okay, da ist der erste orangene Platz, wo wir hin müssen.
Und wir machen uns. Wir tarnen uns. Das könnte mich schocken. Jetzt bin ich versteckt. Keiner sieht mich mehr. Bin sowas von cool. Und wir belauschen die Leute. Guru spricht in einem leisen, aber dennoch lebhaften Ton mit einem Kunden in der Nähe. Nähere dich ihm, während du durch das Kommando Verstecken getarnt bist, um seine Ausführungen zu belauschen. Guru bietet seine Waren einem Kundenpfeil. Ich habe ausgezeichnete Augen für Qualität. Ihr habt ein ausgezeichnetes Auge für Qualität, mein Herr. Wir haben eine ganze Reihe von Produkten aus Azera. Aber man kann schließlich nicht mit Limsalumisa einen Besuch abstatten, ohne ein paar lokale Spezialitäten zu testen. Wie wäre es mit frisch gepressten La Nesca Orangensaft? Oder vielleicht ist unser berühmter Salzdurch eher nach eurem Geschmack. Guru fährt damit fort, seine Waren anzupreisen. Aber seine Ausführungen haben keine Relevanz für deinen Auftrag. Okay. Schade. Gut, noch irgendwas? Nein, nein. Da unten gibt's noch einen. Okay. Und aus den Schatten kehre ich zurück. Tada! Kaufmannsplatz. Jetzt hoffe ich, dass ich die richtige Abzweigung genommen habe. Okay, runter muss ich. Ah, das wäre hier gerade gewesen. Okay. Wir tarnen uns. Und hören mal, was der Fahrkapitän hat. Renusu scheint verstört zu sein. Nähere dich ihm, während du durch das Kommando Verstecken getarnt bist, um sein Gemurmel zu lauschen. Renusu murmelt ängstlich vor sich hin. Mein verdammtes Pflichtbewusstsein! Wäre ich nur noch mal auf ein Gläschen in der Sorge geblieben, anstatt frühzeitig hier zurückzukehren. Jetzt muss ich dieses Bestechung mit ansehen und dann auch noch mein Hilfskapitän. Ich frage mich, was das für ein Händler war. Ein Schmuggler? Sehr wahrscheinlich. Sollte ich die Sache in den Gelbjacken melden? Aber was, wenn ich beobachtet werde? Ich könnte mit dem Gesicht nach unten im Hafenbecken treibend enden. Okay. Und damit geht das hier wieder zur Achterburg. Da müssen wir gucken, wo hier der letzte ist. Wo ist der letzte? Ah ja, okay, da oben. Das ist der Gourmet-Gilde. Da kann ich gleich zur Gourmet-Gilde gehen. Hallo? So. Okay, dann tarnen wir uns wieder. Und hören mal in der Küche rum. Tauchende Taube scheint etwas auf dem Herzen zu haben. Nähere dich ihr, während du das Kommando versteckt getarnt bist, um ihr Genörgel zu lauschen. Hallo, tauchende Taube. Tauchende Taube ist unzufrieden und nörgelt. Pah! Der verächtliche Gesichtsausdruck dieses Kunden. Denkt er vielleicht, ich könnte die Kasserole dazu bringen, schneller zu kochen, nur weil er bald ablegen muss? Ich weiß ja nicht, wie es in der Südsee zugegen ist. Aber hier in Limsalumisa wissen die Leute kulinarisch zu schätzen, was das eine Zeit braucht. Komm schon, Taube. Es gehört sich nicht, schlecht über Kunden zu sprechen.
Nun, was habe ich als nächstes auf der Liste? Ah, doch ein Sandwich für die artigen Schwestern. Irgendwer dort mag wirklich gerne Ei. Okay, wir machen uns wieder sichtbar. Und können uns jetzt, haben alles geregelt und porten uns jetzt wieder zurück zum Fischergilde. So, da runter muss man. Und guck mal, wer da schon auf uns wartet. Willkommen zurück, Tara. Ich hoffe, deine Herumgeschleiche war erfolgreich. Du magst ja ein Todesengel bitte durch sein, Mädel, aber ein Schurke, der die Schatten nicht zu schätzen weiß, findet in der Regel ein frühes Grab. Durch das Schleichen kannst du deine Nase in viele Dinge reinstecken, ohne dir dabei Ärger einzuhandeln. Oder du kannst dich dadurch in gute Position für einen Überfall bringen. Sobald du jedoch entdeckt wirst, ist der Spaß vorbei. Das Verstecken dient dem Verbergen und der Ablenkung. Aber wenn jemand erstmal weiß, wo du bist, kannst du nicht so einfach wieder verschwinden. Aber genug von meinem Geschwätz. Was könntest du über unseren gesuchten Händler in Erfahrung bringen? Er hat einen Fahrerkapitän bestochen, wie? Und nach dem, was du von der Köchin im Bismarck erfahren hast, wird er wohl bald wieder aufbrechen. Das stimmt mit meinen eigenen Nachforschungen überein. Er hat ein Gästezimmer bereits verlassen und seine Rechnung vollständig beglichen. Da es sich um einen Händler handelt, können wir wohl davon ausgehen, dass er nicht ohne seine Waren abreißen wird. Also hier ist der Plan. Wir warten darauf, dass er seine Güter am Steg ablädt und dann schleichst du dich hin, um dir die Schusswaffen zu krallen. Ich hoffe, wir können den Job lautlos über die Bühne bringen, aber es schadet nie, sich auf das Schlimmste gefasst zu machen. Es klingt, als hätte er eine kleine Armee von Söldnern angeheuert. Okay. Ich werde die Gelbjacken informieren, damit sie einen Wachposten nahe der Handelsstraße abstellen. Dann hast du es nicht so weit, wenn die Musketen sichergestellt hast. Das Ziel müsste jeden Moment hier sein, Tara. Hast du deine Schleichschüchchen an? Der Kampf von Schattenschleicher beginnt. Für diesen Inhalt sind nur Charaktere bis zur Stufe 14 zugelassen. Falls du... Ja, okay, da werde ich runtergesetzt. Okay, dann machen wir uns erstmal unsichtbar. Ich habe das Ziel am Ende des Stegs ausgesichert. Schleiche dich. Da. Keiner kann mich sehen. Ich würde ja Grimassen machen, aber ich will das Risiko nicht eingehen. Tja, das war's dann wohl. Keiner was gemerkt? Du, da! Was hast du hier zu suchen? Ich habe meine Jungs doch gesagt, sie sollen den Steg frei halten. 5, 6, 7. Eine fehlt. Meine Kiste mit Musketen ist, sie ist weg. Ich grinse nur. Diebin, haltet sie auf, ihr nutzlosen Faulpelze! Wofür bezahle ich euch eigentlich? Tada, jetzt wird doch noch gekämpft. Cool. Ja, das war der Mauer dort schon. Ja. Diebe halunken eine Brief. Achso, das geht da weiter. Okay.
Schleich dich an den Söldnern vorbei und bring die Musketen. Okay, machen wir. Wo muss ich eigentlich hin? Wahrscheinlich hier an den Söldnern vorbei, würde ich mal sagen. Ein angeheuerter Marodeur, ein angeheuerter Waldläufer. Noch mehr Waldläufer. Wieder ein Marodeur. Aber ihr könnt mir gar nichts. Ihr seht mich ja nicht mal. Bäh, bäh. So, aber wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ah, hier, den Typen auswendig. Okay. Ja, und das sind die gestohlenen Musketen. Der Quartiermeister wird hoch erfreut sein. So, damit ist das Spielinhalt beendet und wir haben die Situation gerettet. Meisterhaft. Ah, die gute Mary May von N7 macht die gleiche Quest gerade wie ich. Deshalb sehen wir die auch die ganze Zeit, aber sie ist ein bisschen schneller gewesen als wir. Wahrscheinlich, weil sie nicht wie ich die ganzen Texte vorgelesen hat. Aber ich bin schneller als du, hu. Ich bin schneller als du, hu. Das war knapp, oder Mädel? Nachdem du die Gelbjacken erreicht hast, hat der Händler seine Schläger jedoch zurückgerufen. Immerhin ist er schlau genug, um zu wissen, wann es besser ist, Schadensbegrenzung zu betreiben. Ich würde sagen, wir sind hier fertig. Lass uns reingehen und Jack die gute Nachricht überbringen. Ich habe Kampfgeräusche gehört und nun weiß ich auch, woher diese kamen. Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, den Job lautlos zu erledigen. So viele Söldner waren da, aber diese Gelbjacken haben ihre Ware wieder. Also Ende gut, alles gut, oder? Du bist auf dem besten Weg, eine erstklassige Schurkin zu werden, Tara. Der Job ist vielleicht nicht ganz nach Plan verlaufen, aber du verstehst nun, wie wichtig es ist, im Verborgenen zu operieren, nicht wahr? Das Herumschleichen mag dir langsamer erscheinen, aber langfristig erspart es dir viel Zeit und jede Menge Verletzungen. Ach ja, wo wir gerade von unerwarteten Entwicklungen sprechen. Ich habe schlechte Nachrichten für dich, Yekep. Ich habe die ganze Gilde auf den Kopf gestellt. Aber anscheinend hat irgendein gewissenloser Typ sich dein Sandwich einverleibt. Es war noch Krümel davon übrig. Nein, mein Sandwich! Es war doch ein Bismarck-Spezial. Weißt du eigentlich, wie sehr ich mich auf diese Mahlzeit gefreut habe? Mir hängt der Magen schon in der Kniekehle. Das ist eine Tragödie von höchstem Ausmaß, meine Liebe. Und du weißt ja, dass ich es nicht ertragen kann, Schurkinnen in Not leiden zu sehen. Daher habe ich Leichtfuß mit einem Spezialauftrag versehen. Er sollte eigentlich jeden Augenblick zurück sein. Mit einem frisch gemachten Bismarck-Spezial-Sandwich. Das hast du für mich getan. Du verkackst mich nicht, oder, Jack? Darüber macht man keine Witze. Es liegt in der Verantwortung eines Gildenmeisters, dafür zu sorgen, dass alle Mitglieder wohlauf und in der Lage sind, ihren Job nachzugehen. Jack, da bist du ja. Ich habe das Sandwich, das du bestellt hast. Und die Köchin hat mir ganz schön die Leviten gelesen, als ich ihr gesagt habe, wir hätten es eilig. Vielleicht solltest du dir beim nächsten Mal genauer überlegen, bevor du dir das Sandwich einer Kollegin schnappst. Oh, verdammt. Hm.
Jack, hast du mein Sandwich gegessen? Nun, Mädel, wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen. Hier ist ein frisch neues Sandwich für dich. Nichts für ungut, oder? Du hast etwas gestohlen, das mir gehört, Jack. Und ich kann den Kodex nicht einfach ignorieren. Ja, der Kodex. Den Kodex dürfen wir nicht ignorieren. Du machst Witze, oder, Mädel? Mädel? Wir brauchen einen neuen Timmy. So schnell habe ich noch nie jemanden an einen Seil baumeln sehen. Eine Strafe, die dem Vergehen gerecht wird. Sieh gut hin, Tara. Der Kodex existiert, um den Frieden in Limsa zu bewahren, um ein Blutvergießen in den Gassen zu verhindern. Diese Stadt ist mein Zuhause und mein Dolch werde es mit dem aufnehmen, der diesen Frieden bedroht. Eine wichtige Lektion. Lass uns reingehen, oder? Dein Sandwich wird kalt. Hey, holt mich hier, wollt ihr mich hier die ganze Nacht hier hängen lassen? Immerhin habe ich einen schönen Ausblick auf den Hafen. Verdammt sind diese Seile eng. Und nun stellen wir ausgerechnet in der Schuld dieses Schurken. Völlig unangemessen. Ich würde die Typen ja lieber in eine Zelle neben diesen verdammten Piraten sehen. So. Coole Geschichte. Ah, wir müssen hier ran. Nein. Ah. Ja, ich will hier rein. Ich muss die Quest abgeben. Wir sind schon fast eine Stunde auf Sendung. Ach, jemand hat Jack wieder runtergelassen. Autsch. Dieses Seil hinterlässt ganz schön schmerzhafte Striemen. Ich könnte mich zwar selbst wieder befreien, aber das ist das letzte Mal, dass ich meinen Magen das Dunkle überlassen habe. Und bedenke Folgendes. V-Cap hat mich schon wegen eines Eiersandwiches aufgehängt. Bei gröberen Verstößen gegen den Kodex kann es einen deutlich schlimmer erwischen. Widme dich immer deinem Training, Mädel, und schon bald wirst du Selbstgerechtigkeit üben. So, und was kriegen wir? Wir kriegen, ja, das ist schlechter. Schlechter, schlechter. Wir nehmen wieder das hier. So, und was hat der Gildenmeister jetzt zu sagen? Jack möchte nämlich einen schwierigen Job dabei haben. Ah, Tara, du kommst genau richtig. Es gibt anscheinend Ärger. Der Kunde ist auf dem Weg, also rühr dich nicht von der Stelle und spitz die Ohren. Ich werde Leichtfuß und die Streunerin ebenfalls mit der Sache beauftragen. Jack, der Kunde ist eingetroffen. Unser Gast ist vom Mahlstromkommando und überbringt vertrauliche Befehle direkt vom Admiral. Er wird also sicher keinen ganz leichten Job werden. Ich fürchte, euer Gildenmeister hat recht. Vor ein paar Tagen stauchelte ein ausgemergelter Mann auf der Suche nach Hilfe in eines unserer Lager. Nachdem wir den armen Kerl befragt hatten, fanden wir heraus, dass er nur knapp einem Leben als Sklave entgangen ist. Er behauptet, dass die Piraten sein Dorf überfallen und ihn, wie auch viele andere, entführt hätten. Die Leute sollten wohl anschließend auf dem Schwarzmarkt freigeboten werden. Wir haben einen Spätrupp losgeschickt, um die Geschichte zu überprüfen. Und dann fand das Dorf komplett zerstört vor. Es war lediglich eine mickrige Siedlung, die nicht einmal ein Wachhaus hatte. Daher wussten wir bisher auch nichts von diesem traurigen Schicksal. Man könnte meinen, diese Piraten hätten noch nie etwas von dem Kodex gehört. Brave Bürger ausrauben und in die Sklaverei schicken? Die haben eine ordentliche Abreibung verdient. Und ob.
Der Kodex verliert zwar nicht allzu viele Worte darüber, aber wenn es gegen jene geht, die sich an den Schwachen vergehen, gibt es keine Gnade. Immerhin waren die ersten Piraten hier Typen, die selbst vor der Unterdrückung in den nördlichen Meeren geflohen sind. Wer seine eigene Geschichte verdrängt, riskiert, das zu werden, was er am meisten gehasst hat. Also, habt ihr Informationen über gesuchten Halunken? Die haben wir. Aus der Beschreibung eines geflohenen Dorfbewohners konnten wir schließen, dass die Gesetzesbrecher Mitglieder der Schädelbande sind. Eine Piratenmannschaft, die eine offizielle Freibeuterlizenz besitzt. Jedoch sieht es so aus, als würden sie die Freibeuterei lediglich als Fassade nutzen, hinter der sie ihre unerlaubten Aktivitäten nachgehen. Kaum vorzustellen, wie viele andere Bewohner Limsas diese gefährlichen Sklavenhändler bereits zum Opfer gefallen sind. Und wir haben das direkt vor unserer Nase zugelassen. Der Admiral wünscht, dass diese Schmach unverzüglich aus der Welt geschaffen wird. Aber schon allein das Aufspüren dieser armen Seelen, die in der Sklaverei verkauft wurden, übersteigt unsere personalen Kapazitäten. Zudem können wir zwar noch mehr Soldaten auf das Problem ansetzen, aber dabei riskieren wir zu viel Aufmerksamkeit zu erregen und womöglich eine Panik zu verursachen. Daher möchten wir die Schurkengilde um Hilfe ersuchen. Wir bitten darum, dass ihr die Schädelbande ausschaltet und die Dorfbewohner aus der Gefangenschaft befreit. Und das alles möglichst diskret, wenn es geht. Ist so gut wie erledigt. Wenn diese Typen erst unsere Klingen im Rücken spüren, wird ihnen nur ein kurzer Moment zur Reue bleiben, ehe wir die Einhaltung des Kodex durchsetzen. Alles klar, an die Arbeit. Ich werde mich dieser Sache selbst annehmen. Leichtfuß, wie Cap, ihr zwei solltet die Untersuchung des Mahlstroms unterstützen und herausfinden, was aus den Leuten geworden ist, die bereits in die Sklaverei verkauft wurden. Tara, du kommst mit mir. Ich denke, du bist bereits für den nächsten Schritt deiner Ausbildung. So, Jack, was willst du denn von mir? Sollen wir uns dann um dieses elende Sklavenhändler kümmern? Unsere Kunde hat berichtet, dass die Todeskoge vor ein paar Glocken in Bierhafen ausgelaufen ist. Womöglich plündern sie auch tatsächlich das ein oder andere Schiff der Galeere. Aber das ist nur eine Fassade, die sie zur Täuschung der Soldaten des Admirals aufrechterhalten. Ich hatte bereits vermutet, dass die Reste der Mannschaft auf Landgang ist, um weitere Opfer für ihre Sklavenhandel aufzutreiben. Und wie zur Bestätigung meiner Theorie wurde einer dieser verdammten Schädelpiraten gesichtet, als er im unteren Lanuska herumschlich. Es gibt einen netten Kerl namens Witten dort drüben bei den Morbi-Trockendocks, der dir vermutlich mehr darüber erzählen kann. Er ist eigentlich ein Schiffsbauer, aber er hält die Augen für unsere Gilde offen. Schau mal bei ihm vorbei und unterhalte dich mit ihm. Ich werde später zu euch stoßen. Kein Problem, ich glaube, ich kann mich direkt dahin porten. Ich müsste da ein Portal haben. Genau, Trockendocks. Yep. So, und der ist da oben, der gute Mann. Da ist er. Hey, ich weiß, wer du bist. Was kann der alte Swirsten für dich tun? Du jagst einen Sklavenhändler von der Schädelbande? Nun, das erklärt so einiges. Ich habe immer ein Auge auf das Treiben an den Trockendocks, musst du wissen. Und in der Ferne habe ich seltsames Trebo erblickt. Dieser Grobian, einer der Piraten, nehme ich an, schubst einen anderen Kerl und dieses arme, dürre Mädchen vor sich her. Ich habe schon geprügelte Köter gesehen, die weniger erbärmlich als die beiden aussahen. Zuletzt waren sie auf dem Weg nach Süden. Wenn an deinem Bericht über ihre Sklavenhändler etwas dran ist, dann führen diese Schädelpiraten sie nicht den ganzen Weg bis zum Markt. Nein, vermutlich wartet irgendwo ein Schiff auf sie. Und wenn ich ein Sklavenhändler auf dem Weg nach Süden wäre, würde ich mein Schiff irgendwo am Salzstrand verstecken. Somit bleibt dir nicht viel Zeit.
Du meintest, Jack ist auf dem Weg, oder? Du gehst am besten schon mal vor und ich schicke ihn dir dann hinterher, sobald er hier eintrifft. Okay, wo ist es? Wo müssen wir hin? Ah, da drüben. Okay. Gut, da oben hin. Ich brauche unbedingt ein Reittier. Hoffentlich kriege ich bald eins. Naja, es wird noch was dauern. Ich habe jetzt erst gerade freigeschaltet, dass ich überhaupt in andere Städte darf. Da wird ein Chocobo-Reittier noch etwas lange dauern. Vor allem so ein Reittier. Oh, sieht so cool aus. Aber solange muss ich halt auf Schusters Rappen verlassen. Ah, aber der Nachthimmel ist auch wunderschön. Oh, was ist denn das? Egal, was es ist, ich muss dahin. Nehmen wir die Abkürzung. Tap, 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 tap. Okay, nicht ganz. Ich muss da nur... Sieht aus wie Kristalle. Ah, Zielort. Auf den alten Svensson ist Verlass, wie? Nun, wie ist die Lage? Ein richtig sympathischer Typ. Bewegt euch, habe ich gesagt. Meine Oma ist mit ihrem Holzbein schneller als ihr erbärmlichen Säcke. Oder braucht ihr noch eine Tracht Prügel? Habt ihr bereits vergessen, was passiert, wenn ihr mir den Geduldsfaden reißt? Es tut mir leid. Bitte keine Prügel mehr. Wir sind gelaufen, so schnell wir konnten. Aber wir brauchen Essen und Wasser. Dann ab aufs Boot und die Klappe halten. Ihr kriegt was zu essen, wenn wir auf der anderen Seite, wenn wir die andere Seite erreicht haben. Die andere Seite? Wo bringt ihr uns hin? Willst du mich herausfordern oder bist du einfach nur dumm? Ich hab doch gesagt, Klappe halten! Tut mir leid. Ich wollte nicht. Beim Leviathan. Jetzt jammert sie schon wieder. Hör zu, wir brechen noch Bierhafen auf, okay? Dort treffe ich mich mit meinem Kollegen, um eine Bestandsaufnahme zu machen und zu entscheiden, welche Ware wohin verkauft wird. Manche Käufer wollen nur Typen, andere sind auf der Suche nach Mädels. Solange diese reichen Bastarde glücklich sind, verdienen wir mehr Jill, als wir jemals durch das Plündern der Schiffe des Kaiserreichs machen könnten. Denkt dran, Mädel, sobald die Todesgogge zum Beladen im Hafen eingelaufen ist, wirst du in ein fernes Land, weit, weit weg verschifft. Du wirst deine Heimat nie wiedersehen. Also, wenn ich du wäre, würde ich meinen leeren Magen nochmal mit einer letzten großen Portion der süßen Meeresbrise von La Nosca füllen. Ich bin versucht, ihn auf der Stelle ein Messer zwischen die Augen zu rammen. Aber so kriegen wir den Job nicht erledigt. Wir warten ab, bis er uns zu seinen Jungs im Bierhofen führt. Dann mischen wir den ganzen verdammten Haufen auf. Die Schädelpiraten kriegen ihre Abreibung, keine Sorge. Sie sind fort. Wir machen uns lieber nach Bierhafen auf. Solange du keinen schnelleren Weg weißt, sollten wir die Fähre am Kerzenmachtkai nehmen. Wir treffen uns auf der anderen Seite, Mädel. Ja, mach das. Ich kenne einen schnelleren Weg. Ich habe nämlich einen Teleportstein dahin. Ist sogar mal, da bin ich sogar gerade gebunden. Ist das nicht cool? Westliches La Nuesca. Los geht's. So.
Jack ist hier oben irgendwo. Wo ist denn Jack? Das finde ich manchmal blöd. Manchmal kann man einfach nicht über diese Mauern springen. Hier kann man rüber. Owen? Freibriefe? Nein. Fahr-Captain? Ah, Jack hier. Tara, dieser Schädelpirat hat noch immer die Gefangenen bei sich. Anscheinend haben sie unter Decknamen ein Zimmer gemietet. Sie geben sich nicht mal die Mühe, ihre Untaten zu verbergen. Ganz schön mutig. Aber das ist ein alter Trick von Sklavenhändlern. Falls jemand die Ware als solche erkennt, wird nur ein einziger Händler geschnappt. Der Rest der Mannschaft macht sich aus dem Staub, während sich ihre Kollegen am Schlawittchen haben. Und du kannst dir sicher sein, dass sie ihre Gefangenen mit dem Tod gedroht haben, falls sie auch nur einen Mucks von sich geben. Hab Geduld, Mädel. Wir werden einfach warten, bis das ganze Gesindel hier versammelt ist. In der Zwischenzeit spitzt du am besten deine Dolche. Wir haben eine lange Nacht vor uns. Bist du bereit für den Job? Sobald alle Mitglieder der Schädelbande hier versammelt sind, überfallen wir den ganzen Haufen und befreien die Gefangenen. Ja, wir sind soweit. So, wir haben lange genug gewartet. Hoffentlich gibt es keine Nachzügler mehr. Hör gut zu, Mädel. Die Händler sind als ehrbare Kaufleute getarnt und haben sich in drei verschiedenen Zimmern im Bierhof einquartiert. Woran wir erkennen, wer von den Leuten zu den Händlern gehört? Ganz einfach. Wir werfen einen Blick auf ihre Hände. Die Händler tragen lavendelne Handschuhe. Genau die gleichen, die dieser widerliche Kerl da am Salzstrand anhatte. So finden sie auch in belebten Ständen wieder. So habe ich auch herausgefunden, wo die Bastarde abgestiegen sind. Wenn man noch die hoffnungslose Gesichtsausdrücke ihrer Begleitung in Betracht zieht, kann man sich sicher sein, das passende Ziel gefunden zu haben. Also, der Job läuft folgendermaßen ab. Wir dringen in alle Zimmer ein, erledigen die Händler so schnell wie möglich und geben diesen Gefangenen ihr Leben zurück, alles klar? Hey, die Tür zum Lagerraum wurde aufgebrochen. Irgendein Dieb hat sich an dem Bier zu schaffen gemacht. Nun, sie können nicht weit gekommen sein. Wir trollen besser die Jungs zusammen und schauen mich mal hier am Hafen um. Hat dieser Händler sich an gestohlenem Bier gemütlich getan? Man sollte meinen, sie würden versuchen, keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Verdammte Trottel. Und jetzt wimmelt's hier bald nur so von Geldjacken. Wenn sie uns erwischen, wie wir hier herumschleichen, kriegen wir es vermutlich mit ihren Äxten zu tun. Doch bevor sie große Fragen stellen. Da sollten wir die Patrouille auf jeden Fall vermeiden. Wir schleichen uns möglichst unbemerkt in jedes der Zimmer und halten nach diesen Lavendelhandschuhen Ausschau. Da drin sind auch unschuldige Typen, die sollten wir wenn möglich verschonen, okay? Sobald du dein Ziel ausgemacht hast, solltest du mit aller Kraft zuschlagen. Wir haben kein Interesse an einem fairen Kampf. Wenn die Gelegenheit günstig ist, erledigen sie mit den Techniken, die die Jungs gerne Meuchelsprung nennen. Ein bisschen zu dramatisch für meinen Geschmack, aber Tod ist Tod. Egal, wie man es nennt. Ich denke, wir sollten lieber einen nach den anderen aufbrechen, um den Gelbjacken aus dem Weg zu gehen. Du gehst vor, Tara. Okay, dann tarnen wir uns erstmal, damit uns die Gelbjacken nicht sehen. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich habe eine... Ah, Bierhof, da oben, okay.
Insgesamt habe ich 26 Minuten für den erstickten Schrei. Das werden wir doch irgendwie schaffen. Es wäre mir natürlich toller, lieber, wenn ich da schnell hinrennen könnte, aber die Gelbjacken sind ja überall. Okay, da komme ich auch nicht lang. Okay, dann muss ich ja hier lang. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Achso, nee, muss ich sowieso wahrscheinlich, da hochzukommen. Nee, hä? Wo muss ich jetzt lang? Ist das das? Komm ich hier rein? Ah ja, Tatsache. Okay. Schwert der schwingenden Abenteuer. Pfeile verschießendes Abenteuer. Pfeile der verschießenden Abenteuer? Was? Ich glaube, ich bin hier gerade falsch. Ja, ich bin hier eindeutig falsch. Was auch immer das für Leute waren. Okay, da muss ich wahrscheinlich da rein. Ich kann zwar unwahrscheinlich gut noch mehr Pfeile verschießende Abenteurer, schwertschwingende Abenteurer, nein, alles falsch. Auch nicht richtig. Okay, geht's hier rein. Noch mehr. Ah, ja, das hier sind die richtigen. Jetzt verstehe ich, wie es funktioniert. Meine Dame. Vielen Dank. Okay, wir machen uns gleich wieder aus dem Staub. Okay, hat sonst noch irgendjemand lavendelfarbene? Nein. Hier gibt es sonst keine lavendelfarbene mehr. Gucken wir noch ganz kurz, ob wir noch einen anderen Raum übersehen haben. Kommen wir nicht ran. Wo sind die nächsten lavendelfarbenen? Nein, du bist nicht lavendelfarben. Aber du bist lavendelfarben. Dann kommen wir von hinten. Denn wir sind Schurken. Schurken kommen immer von hinten. Mein Herr, Sie sind frei. Danke. Okay. Ups, Vorsicht, Gelbjacken. Okay, dann war hier noch ein Eingang. Wer hat denn hier lavendelfarbene
Ach, du da. Sogar mit zwei. Schlaf gut. Mein Herr, meine Dame. Ach, das sind beides Damen, okay. Ach, das war genau das arme Mädchen. Da, danke. Ah, da ist Jack. Da scheinen die letzten von ihnen gewesen sein. Und du hast meine Hilfe gar nicht gebraucht. Zurück in die Schatten, Mädel. Bin in den Schatten. Oh, da kommt Verstärkung. Nehmen die einfach ein nacheinander auf. Die haben uns einfach nicht entgegengesetzt, diese komischen Marodeure. Spielinhalt beendet. Und da freut sich einer, der jubelt uns zu. So, Jack. Keine schlechte Arbeit, oder Tara? Der Malstrom wird sich um die armen Leute, die wir befreit haben, kümmern. Und ich habe sichergestellt, dass keiner der Piraten, die wir erledigt haben, wieder auf die Beine kommt. Was die Todesgocke angeht, nun, die Soldaten des Admirals werden ihrer Mannschaft einen kleinen Besuch abstatten. Und was nicht zum Tee trinken und plaudern. So sieht's aus, mein Mädel. Unser Job ist erledigt. Zeit, zur Gilde zurückzukehren. Entschuldigt, seid ihr diejenigen, die uns befreit haben? Ja, das sind wir. Gibt es etwas, bei dem wir euch helfen können, Fräulein? Die Männer vom Malstrom werden euch nach Hause bringen, falls ihr euch darum sorgt. Oh nein, das weiß ich. Ich wollte mich nur bedanken. Und es gibt da noch eine Sache, die ich euch erzählen muss. Kurz vor meiner Rettung hat dieser elende Pirat etwas vor sich hingemurmelt. Irgendwas über eine Gruppe von Händlern, die noch nicht zurückgekehrt ist. Wie bitte? Anscheinend sind sie im westlichen Nanuska auf der Suche nach Sklaven. Und da das sehr nah beim Bierhafen ist, vermutet unser Entführer, dass sie noch bis zur letzten Glocke Vieh zusammentreiben. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass jemand anderes so leiden muss, wie ich das getan habe. Bitte, könnt ihr denen nichts gegen dies unternehmen? Das werden wir sogar mit Sicherheit tun, meine Dame. Kümmert euch einfach darum, sicher wieder nach Hause zu gelangen. Und überlasst diese Halunken uns. Ich werde für euch, für euren Erfolg beten. Hab vielen Dank. Tja, so viel zur Feierabendbierchen. Ich werde Leichtfuß und Wehkap über die jüngsten Entwicklungen unterrichten. Diese Nachzügler der Schädelbande können sich ordentlich auf was gefasst machen. Übrigens, wie geht's deinem Wurfarm, Tara? Ich denke, es ist an der Zeit, was du lernst, wie man eine Klinge wirft. Wenn du draußen in der Wildnis bist, kommt es häufig vor, dass du einen Gegner aus der Distanz treffen musst. Und ein gewisses Mädel wie du findet bestimmt allerlei Verwendung für ein Wurfmesser. Behalte das also im Hinterkopf, wenn wir die restlichen Sklavenhändler jagen.
So, abschließen. Auftrag abgeschlossen. Und ich habe jetzt das Kommando Wurfmesser. Damit kann ich jetzt auch pullen, das ist das Gute. Und Jack hat noch einen Auftrag für uns. Jack ist fest entschlossen, die restlichen Mitglieder der Schädelbande ausfindig zu machen. Die letzten paar Bastarde der Schädelbande müssen irgendwo im westlichen Nanoska ihr Lager aufgeschlagen haben. Nun, wenn ich ein verdammter Sklavenhändler wäre, wo würde ich mich wohl verstecken? Im Westen gibt's nichts außer den Chagallen. Selbst diese Dumpfköpfe von Piraten würden sich nicht das Territorium eines wilden Stammes wagen. Und sie werden es nicht riskieren, eine Patrouille in der Nähe von Bierhafen in die Arme zu laufen. Bleibt also nur noch der Osten, das Dodo-Nest-Gebiet, ja? Vermutlich treiben sie sich irgendwo dort zwischen den Dodos rum. Wir sollten versuchen, dort eine Spur von ihnen zu finden. Geh schon mal vor und sieh dich um, während ich den Schwestern und dem Malstrom Bescheid gebe. So, da kann ich mich auch hinporten. Ah, ne, das ist... Ja. Da, Frage ist, ob ich mich da runterporte und dann da hochlaufe oder hier hinten laufe. Ich glaube, ich porte mich. Das ist, Tempelturmsiedlung. Okay. Nein. Tempeltor-Siedlung, ja. So, und ich muss jetzt da oben hin. Genau. Wo es die ganzen schönen Dodos gibt. Die habe ich in einer anderen Quest vorher auch mal komplett dezimiert. Kein Wunder, dass die vom Aussterben bedroht sind. Also zumindest in der Welt. Bei uns sind sie ja schon ausgestorben. Okay. Da sind wir richtig. Dann pullen wir die doch mal raus. Also die Dolche sind echt praktisch. Jetzt kann ich mich schön pullen, ohne jetzt gleich das ganze Lager zu ziehen. Weil ich glaube, wir müssen die gar nicht töten. Wir wollen ja nur Spuren suchen. Ah ja. Der ärmliche Junge hier. Der Kampf von Sklaven des Kodex beginnt. Für diesen Inhalt, ja, ja. Vielen Dank für unsere Befreiung. Wir waren hier gefangen, seit diese furchtbaren Piraten uns einfach aus den Häusern herausgeführt haben. Das ist ein paar interessante aussehende Dodos, die du da hast, Tara. Aber noch keine Spur von den Schädelpiraten, wie? Ihr Anführer erwähnte, nach Bierhafen aufbrechen zu wollen. Er sagte, es gebe kein Signal, was vermuten ließ, dass etwas nicht stimmt. Sie haben uns einfach hier gefesselt zurückgelassen, wie Vieh für den Markt. Einer von ihnen meinte noch, sie sollten die Ware lieber in gutem Zustand lassen, falls etwas schief geht. Lasst uns von hier fliehen, ehe sie zurückkehren. Und wer seid ihr, dass ihr einfach hier reinspaziert und unsere hart erarbeitete Beute freilasst, hä? Das ist unglaublich. Die halbe Mannschaft ist im Bierhafen abgestiegen und nicht einer von ihnen hat die Nacht überlebt. Angeblich wurden sie von ein paar Typen erledigt, die eine Vorliebe für kurze Klingen haben. Ich nehme an, das wart ihr beide.
Anscheinend habt ihr etwas gegen unser Geschäft einzuwenden. Ja, ich kann nicht behaupten, viel für Sklavenhändler übrig zu haben. Außer ein paar schicke Messer natürlich. Oh, und an deiner Stelle würde ich nicht auf die Rückkehr deines Schiffes warten. Die Schädelbande ist erledigt. Da könntest du recht haben, Junge. Aber du hast ja keine Ahnung, wie viel Jill uns drei gesunde Sklaven wie diese hier einbringen. Damit habe ich ihm nur ein neues Schiff und eine neue Mannschaft. Habt ihr das gehört? Jeder von euch ist ein verdammtes Vermögen wert. Und mir habt ihr es zu verdanken, dass ihr nun euch, dass ihr nun euren Wert kennt. Ignoriert diese Schwätzer einfach. Geh lieber mal ein Stück zurück. Wir werden diese Typen beibringen, was es heißt, den Kodex zu brechen. Und die Diskussion könnte ein wenig ausarten. War dir nicht klar, dass wir dich zur Rechenschaft ziehen würden? Du kannst noch so sehr versuchen, die Schreie deiner Opfer in der Nacht zu ersticken. Aber die Schatten hören alles. Gut. Ja, dann fangen wir doch mal an. Ich krieg erstmal ein paar Zeug ab. So, ein Pirat weg. Oh, die bringen jetzt auch noch Kampfdodos mit. Nein, ich bin gestorben. Okay, nochmal. Ja. Ja, ja, das haben wir. Wir klicken hier einfach durch. Einmal vertont reicht. Vielleicht hätte ich mich auch auf den konzentrieren sollen. Gut, dann Attacke. Geht gleich doch die erste Magerin hier.
kommen die ganzen Dodos her? Nein. Ah Gott, mit den ganzen Dodos komme ich nicht klar. Ich hätte gedacht, dass das ist die Rache, die Dodos, dafür, dass ich die vor fast ausgerottet hätte. So, ich brauche erstmal was zu trinken, zu essen. Ich habe nichts mehr zu essen da, oder wie? Ich muss lernen zu kochen. Honig, Honig. Tatsächlich nichts mehr zu essen dabei. Bestienblut. Augentropfen, nein. Okay, dann muss ich halt. Das kriegen wir noch irgendwie hin. Ich habe jetzt leider auch nicht aufpassen können während des Kampfes, was die aufploppen. Ja, gut. Ah, wir können es direkt überspringen. Okay. Haben wir es geschafft? Nein, ich bin schon wieder gestorben. Nee, stopp. Das gucken wir erstmal ganz kurz. Vielleicht kann man ja noch irgendwas. Ah, jetzt habe ich da natürlich gebullt. Was ich jetzt eigentlich machen wollte, war Charakter. Ob ich da noch irgendwelche besseren Ausrüstungen, zum Beispiel die Waffen. Nee, da habe ich keine bessere. Das ist schon die beste Waffe, die ich habe. Ja, das, nein, die ist nicht besser, weil die ist nur für Magier gut geeignet. Konstitution, Intelligenz, Willenskraft. Rup.
Nein. Auch alles schlechter. Ich glaube, die gute Ausrüstung kriege ich erst noch. Ja. Gott. Ich weiß nicht, ob ich auf die Dodo stürzen soll oder die ignorieren sollte. Das sehe ich einfach nicht. Weil in dem Augenblick, wo er die Nachricht wirft, ist es eigentlich schon fast zu spät. So, wir gehen wieder als erstes. Oder lass, gehen wir erstmal hier auf den. Ja, warum will er auch den... So. Das mit dem Autofokus... Ja. 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 Mhm. So. Also das müssen wir noch... bisschen üben. Die Zielauswahl mit dem Gamepad ist echt Katastrophe. Aber wir haben es diesmal geschafft. Glaube ich. Ja, wir haben es geschafft. Eindeutig. Vielen Dank. Ich mag gar nicht daran denken, welches schreckliche Schicksal uns geblüht hätte, wenn ihr uns nicht befreit hättet. Ich wusste, dass jemand kommen würde, genau wie die Helden in den Geschichten. Sie kommen immer genau zur rechten Zeit und triumphieren über die Bösewichte. Glaubst du, ihr könntet auch ein Held sein? Ich könnte auch ein Held sein, so wie du? Ich bin mir sicher, ich könnte mutig und stark sein, ganz bestimmt. Du willst nicht so sein wie ich, Junge. Hör mal. Ich und die Jungs und Mädels hier, wir sind diejenigen, von denen die Halunken sich fürchten. Und zwar, weil wir die Regeln in unserer Welt aufrechterhalten. Uns ist es egal, ob du dich vor deinen Aufgaben drückst oder in Schlägereien verwickelt bist. Aber wenn du jemals den Kodex brichst oder deine Freunde betrügst, dann werden wir hinter dir her sein. Egal wie weit du läufst und wie gut du dich versteckst.
Lebe dein Leben wie der Held, den du sein möchtest. Und du wirst darum niemals Sorgen machen müssen. Keine Ahnung, was der will. Ein ganz schlechter Pädagoge. Ja, bitte. Ruhe auf den billigen Plätzen. Ich nehme an, ihr seid die Bürger, die von der Schädelbande entführt wurde. Ich bin Captain Lieutenant Miliana von der Gelbjacken. Das Malstromkommando hat mich beauftragt, für eure Sicherheit zu sorgen. Ist schon in Ordnung, Junge. Diese Typen werden sich um dich kümmern. Nun geh schon. Gibt es sonst noch etwas, Captain Lieutenant? Einen neuen Job vielleicht? Ein Job? Von mir? Für euch? Mach dich nicht lächerlich! Ich würde eher eine Kanalrate anheuern, um meine Speisekammer zu bewachen. Ist ganz geschockt. Wäre es während einer eurer Jobs, als ihr Bierhafen in einen Schlachthaus verwandelt habt. In welchen dunklen Zeiten leben wir eigentlich, dass wir Meuchelmörder anheuern müssten, um für Recht und Ordnung zu sorgen? Es ist diese fortlaufende Liebelei mit der Unterwelt abschauen, wie euch die Limsa Luminsa daran hindert, sich völlig von der Pest der Piraterie zu befreien. Schaut euch allein mal die Waffen an, die ihr tragt. Eine zivilisierte Person würde damit Fleisch zubereiten oder Früchte schälen und sie auf den Tisch lassen, wo sie hingehören. Klemmt ihr euch die Dinger zwischen die Zähne, während ihr über die Reling schwingt, so wie die Piraten, die ihr jagt? In unserer schönen Stadt gibt es keinen Platz für jene, die die unzivilisierten Gewohnheiten der Vergangenheit nicht ablegen wollen. Nein, die einzigen Helden der Gerechtigkeit, die diese Stadt braucht, sind die tapferen und ehrbaren Soldaten der Gelbjacken. Jack? Was bei der verfluchten Hölle will dieses Mädel von uns? Ich habe nicht den leisesten Schimmer, meine Liebe. Einfach immer lächeln und nicken. Lächeln und nicken. Ich bin nicht hier, um herablassend behandelt zu werden. Ich bin gekommen, um der Piraterie in all ihren Formen ein Ende zu bereiten. Betrachtet mein Besuch als ein Federhandschuh, den ich euch vor die Füße der Schurkengilde werfe. Hört mir gut zu. Kurz vor Sonnenaufgang wurde ein Schiff mit Vorräten des Mahlstroms von Piraten geändert und geplündert. Ein Großteil der Ladung wurde gestohlen, was schon ärgerlich genug ist. Aber es ist der Diebstahl von drei bestimmten Gegenständen. Einzigartige Schätze von unschätzbarem Wert, der meine Kollegen bekümmert. Die Räuber konnten unbeschadet entkommen und sind mit ihren... Das ist ja die Milana. Die Räuber konnten unbeschadet entkommen und sind mit ihren wertvollen Beute im Nebel der Morgengrauens verschwunden. Eine tolle Geschichte. Aber was haben wir mit der Sache zu tun? Ich fordere euch heraus, einen Wettbewerb, um die gestohlenen Schätze wieder zu erlangen. Sollten meine Gelbjacken und ich erfolgreich einen größeren Teil wieder beschafft werden, werde ich höchst offiziell die Abschaffung der Schurkengilde vorschlagen. Angesichts unseres Verdienstes wird der Admiral sicherlich mit mir übereinstimmen, dass solch eine skrupellose Einrichtung nicht mehr zeitgemäß ist. Wie auch immer. Ich kann dein Gelaber nicht länger ertragen. Ich habe Besseres zu tun. Ach, hast du das? Dieser Vorfall ist ein Diebstahl an dem Stadtstaat Limsa no Limsa. Verletzt das etwa nicht deinen geliebten Kodex? Wenn ich nicht völlig daneben liege, hast du gar keine andere Wahl, als dich der Sache anzunehmen. Es sei denn natürlich, du willst in dein kümmerliches Loch zurückkriechen, unter den fundamentalen Prinzipien deiner Pflicht den Rücken kehren. Schon gut, schon gut, du zänkisches Weib.
Du hast deinen Standpunkt deutlich gemacht. Und das wirst du noch bereuen, das verspreche ich dir. Deine armseligen Versprechungen sind in meinen Augen wertlos. Ich werde nicht ruhen, ehe Limsalon Minsa von allen Freibeutern, Halunken und anderen lichtscheuen Gesinnen befreit ist. Was nun, Jack? Fürs Erste kehren wir mal in die Gilde zurück. So, genau das machen wir jetzt auch. Wir kehren auch zur Gilde zurück und porten uns dahin. Unteres Deck, ja. So. Wir nehmen die Abkürzung. Fischergilde, hier. Fischergilde in Klammern, Schurkengilde. Willst du in die Schurkengilde? Ja, will ich. Für ein kleines Mädel hat diese Milala ordentlich Mumm. Und anscheinend hat sie ganz schön die Nase voll von Piraten. Es gefällt mir überhaupt nicht, nach der Pfeife von jemand anderen zu tanzen. Aber das zänkische Weib hat recht. Der Kodex wurde gebrochen. Und wir haben einen Job zu erledigen. Es klingt allerdings so, als hätten diese Typen gewusst, worauf sie sich einlassen, als sie sich diesen Schatz unter den Nagel gerissen haben. Du solltest dich daher gut vorbereiten. Es ist an der Zeit für dich, das Kommando ausrauben zu lernen. Wenn du jemanden auf die richtige Art und Weise zusetzt, dann springt dabei natürlich mehr für dich raus, als wenn du ihn einfach nur einen Klaps auf den Hintern gibst. Wir werden uns hiernach über das weitere Vorgehen beraten müssen. Daher bleibt dir genügend Zeit, deine Fähigkeiten zu verfeinern. Vielleicht fällt dabei ja auch der ein oder andere Münze für dich ab. So, okay, wir kriegen Messingmesser. Und wir kriegen Ausraum. Du führst eine physische Attacke aus. Zusatzeffekt, Chancen auf zusätzliche Beute. Das ist natürlich cool. Also der Angriff ist nicht ganz stark, aber das sollte man machen. Dann haben wir hier ein Baumwollhemd. Die Kappe. Handschuhe. Sind nicht besser als die, die wir haben. Auch nicht besser, aber das Hemd ist auch nicht besser. Der Hut ist halt besser, aber wir tragen noch keine Hüte, deshalb nehmen wir jetzt das allergische Bronzestück. Weil momentan nehmen wir noch als Hut, der hat zwar ganz schlechtes Set, aber eben diesen plus 25% XP-Bonus. Und der ist halt zumindest bis Level 25 noch unschlagbar. So. Aber da sind wir hier erstmal durch und erst ab Level 20 wird er gute Jack uns wieder anheuern. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir endlich wieder an die Hauptquest gehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.